Juhu, damit sind wir zurück auf dem Schlachtfeld. Mit den, ja, Gugans gegen die Druiden. Ich hoffe, dass diese Aufnahme jetzt endlich was wird. Denn die ersten Aufnahmen sind leider irgendwie mehr nichts geworden, weil heute irgendwie meine Nachbarn der Meinung waren, sie müssten unbedingt ganz, ganz viel bohren. Ich habe immer extra noch gewartet. So, oh, jetzt ist längere Zeit Ruhe. Und komischerweise, immer wenn ich die Aufnahme gestartet habe, mussten die Bohrmaschine wieder anschmeißen. Also war ganz, ganz übel. So, wir müssen hier jetzt aber eigentlich zurück zum Spiel und, ja, wir müssen hier die Katapulte laden. Und was müssen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir da hinten hin. Also die Kugeln noch einsammeln. Ich habe hier einfach instinktiv jetzt gerade die ganze Zeit das gemacht, was mir die Wege angezeigt haben und meine Ziele angezeigt haben, ohne wirklich zu checken, was ich hier gerade tun soll. Das ist mal wieder so ein ganz typisches Ding, was ich sehr gut kann. Zack. Nö, jetzt kommen auch noch da Druidis. Halte zum Zielen. Okay, ich kann also auch mit irgendwas ZL gedrückt. Okay. Drücke, um zu feuern. Ah, ich kann auch mit diesen Stäben feuern. Zack, boom. Weg mit den Druiden. Ups. Muss ich die jetzt alle abschießen oder kann ich mich auch bewegen und auf die zulaufen? Ich versuche jetzt erstmal... Oh, verdammt, verzielt. Ey, hallo. Nee, ich will doch nicht mein eigenes Vieh abschießen. Hallo. Nein, Kopf weg da. Zack. Nee, gibt's nicht. Wir lassen uns hier nicht erledigen. Oh, Entschuldigung. Ich habe schon wieder auf Jaja gepallert. Ich habe echt ein Problem mit Jaja, glaube ich. Zack, okay, ich kann auch so drauf gehen. Also ich muss nur zusehen, dass ich diese Druiden irgendwie aufgehalten kriege. Und dann ist alles gut. Gudi. Ja, das kommt davon, wenn man irgendwie einen Kompass... Wenn man komplett und ein bisschen verpeilt in die Aufnahme startet, dann kommt natürlich mal wieder, wie immer bei dem lieben Wolf, ein bisschen Kokolores dabei raus. So, den habe ich jetzt nochmal kurz hinten auf den Kopf geballert. Ich steck fest. So, du, auf weg. Was? Du hast das überlebt? Das gibt's doch nicht. Weg mit dir. So, jetzt kümmere ich mich um euch Pappnasen hier. Zack, weg mit dir. Sind hier irgendwo noch welche? Ja, da hinten kommen noch welche. So, Leute, ich bin... Oh, nicht gerade zielfähig. Ich habe voll daneben geballert. Bin jetzt da und ich mache euch zu Altmetallschrott. Was willst du hier? Weg mit dir. Zack, tschüss. So, haben wir alle aufgehalten? Ja, scheint so. Oh nein, was ist denn da jetzt passiert? Was, wenn wir Riesenkatapult daraus machen? Achso, jetzt hat er ein Katapult kaputt gemacht. Jetzt müssen wir das Katapult reparieren. Nee, das hier ist es nicht. Wo muss ich denn hin? Da hinten. So, da muss ich einmal ziehen. Zack, wir kriegen ein paar Teile. Ah, aus den Teilen soll ich jetzt ein Superkatapult bauen, ja? Zack. Sieht irgendwie genauso aus wie alle anderen auch. Hä? Okay. Und was kommt jetzt? Na toll, noch mehr Druiden. So, alle mal einen Kampf bereit machen. Wir müssen die Viecher hier plätten. Okay. Ah, okay. Jetzt kann ich hier schießen. Was muss ich denn machen? Ich muss 10 von diesen komischen Panzergeschützen da wegballern. Und 60 Druiden. Wie feuer ich denn? Ach so, da unten. Mit Y. Oder halt ZR. Zack. Boom. Boah, haben wir doch schon ein bisschen was platt gekriegt. Zack. So, von diesen komischen Panzerfahrzeugen haben wir schon 3. Hier. Na komm, den da hinten kriegen wir auch noch. 5. 6. Ja. Was? Das ist Jaja, der da feuert? Ach du Kacke. Da wundert es mich, dass es ja überhaupt klappt. Und er nicht seine eigenen Leute abschießt.
Fuck. So, die Panzer haben wir gleich. Dann muss ich noch ein bisschen mehr auf die Druiden gehen. Bäm. So, jetzt voll in die Druidenmenge. Obwohl, diese Panzer kann ich ja trotzdem noch weiter mit abschießen, ne? Zack. Zack. So, schön in die Menge da rein. Und. Boom. Ja. Das sieht doch schön aus. So. Vielleicht sollte ich mal die hier vorne in den vordersten Reihen ein bisschen aufhalten. Zack. Da mal so ein bisschen hin. Da auch noch. So, über die Hälfte haben wir schon geschafft. Na komm, Jaja. Mach doch mal was Gutes hier. Zack, da hinten gleich aufgehalten. 20 Stück brauchen wir noch. Los. Zähm. Also wenn ich mir das so angucke, was da alles auseinanderfliegt, müsste ich eigentlich mehr als das, was da hochzählt, ey, auseinandergeballert haben, oder? Schwerer als aussieht. Boah, geht so. Es ist ja hier auch kein Zuckerschlecken, ne? Wir sind hier ja mitten im Krieg gegen die Druiden. Also, los kommt. Ein Schuss noch. Zack, da müsste ich es geschafft haben. Ja. Ups, ich habe noch einen geschossen. Macht nix. Haben wir noch ein paar mehr erledigt. Oh oh. Nicht einfach geben auf, General Chacha. Wir müssen was ausdenken. Ach, Jaja. R2 schalt endlich den Autopiloten ab. Ganz toll, R2. Da sind sie. Okay. Denn ist jetzt wahrscheinlich unsere Aufgabe. Ja. Raumschiff fliegen und kämpfen. Ob ich das hinkriege? Okay, ja. Habe ich nichts eingesammelt. Da war ich auch nicht besonders gut. Da habe ich wenigstens was geschafft. Und da war ich auch miserabel. Gut, aber denn... Los, R2, sehen wir mal, so, was ist jetzt mein Ziel? Irgendwo in die Richtung, ne? Wartet mal, ich muss da hoch. Da ist die Story fortführen. Tadam, ich bin da, Leute. Ja, Level starten. So. Staffel, gehen wir ran. Ja, was ist denn jetzt unser Ziel? Ja, es gibt Probleme. Ah, wir müssen Abwehrgeschütze und diese Satellitenschüsseln abballern. Gut, das wollen wir dann erstmal machen. Wahrscheinlich sollten wir auch dabei eher darauf achten. Wir müssen etwas gegen sie tun. Hast du gehört, R2? Sie brauchen Hilfe. Ja, wir sind auch schon dabei, Anakin. Ich komme irgendwie... Okay, irgendwie fliege ich hier fast über Kopf. Okay. Ich glaube, das... Das Fliegen muss ich noch ein bisschen üben. Aber okay, ich kriege das auch alles über Kopf hin. Los, R2. Schießen wir die Macht ist mit mir. Ich treffe immer ins Schwarze, auch wenn ich über Kopf fliege. Ich weiß zwar nicht, wieso ich das jetzt gerade mache, aber... Wir müssen hier einfach erstmal, zack, erstmal die Feinde hier weg. Die schießen mich sonst ab und das will ich nicht. So, da haben wir noch, zack, so einen weg. Von den Abwehrgeschützen haben wir schon 7 Stück. Okay, ich habe mich gerade irgendwie verflogen. Ich muss hierhin wieder zurück. Zack. Oh. Okay, die Satellitenschüsseln habe ich jetzt. Jetzt muss ich noch... Wir müssen sie ausschalten. Ah, da ist so ein Geschütz. Zack. So, 2 davon muss ich noch. Und dann muss ich noch 7 von den Jägern abschießen. Auch wenn ich schon wieder komplett die Orientierung verloren habe. Da bin ich wieder. Wir müssen mehr abschießen.
Ja. Anakin, wir sind doch dabei. Wenn ich sagen muss, dass ich irgendwie... Oh. Daumen. Euch erwische ich. Zack, 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 zack. Ja, natürlich klappt das. Da, so ein Abwehrgeschütz brauchen wir auch noch. Nehmen wir sie unter Beschuss. Bäm, 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 bäm. So. So. Ach, ein noch, ein noch. So, ich muss noch ein Abwehrgeschütz und einen so einen blöden Flieger erwischen. Halt mal kurz die Nase. Zack. So, die jetzt ein Abwehrgeschütz noch. Der hat mich gerade genervt. So, ein ist eins. Na komm, zielen Feuer. So, haben wir doch. Okay. Und wo ist das Ziel? Ich schaff das. Ich schaff das. Ich finde den Eingang. Irgendwie. Ich muss darum. Ich muss. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, da hinten. So, auf dem Weg können wir noch so eine Schüssel abschießen. So. Ich glaube, ich sollte auf gutem Kurs sein. Leute, ich mache das für euch. Ich fliege rein. Ich fliege rein. Nee, da ist zu. Muss ich auf der anderen Seite rein? Ach, da muss ich rein. Gut. Juhu! Ich komme! So, wir versuchen. An alle Jäger, die die Kampfstation schaffen. Schießt auf alle Energiekerne, die ihr findet. Wiederhole. Schießt auf die Energiekerne. Okay, wird gemacht, Sir. Aber da wird auf mich geschossen. Ich muss erstmal die feindlichen Geschütze abballern. Dann können wir hier. Können wir hier weiter gucken. Zack, zack, zack. Ich baller erstmal einfach alles weg, was hier im Weg ist. Zack, zack, Druiden, zack. Die Dinger so. Wo sind denn jetzt die Kerne? Zack, 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 zack. Ich baller hier jetzt einfach alles runter. So. Ui, da habe ich aber fleißig gesammelt diesmal. Ho, 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 ho. Ich glaube, ich habe alle Dinger da oben voll. Wow. Ah, ich glaube, da hinten könnten Energiekerne sein, ne? Zack. Die sehen kaputt aus. Ui. Naja, ein bisschen gefährlicher wahrscheinlich. Kontrollschiff der Droiden wurde zerstört. Seht! Knack kaputt. Ey, dann nehme ich mal einen guten Rasenmäher. Der zermiert sogar. Ein bisschen Bowling spielen mit den Droiden. It's funny, ja? Herzlichen Glückwunsch zu eurer Ernennung, Kanzler. Gemeinsam werden wir der Republik Frieden und Wohlstand zurückbringen. Ach, nimm deine Krimmel weg, Alter. Der Rat hat mir die Erlaubnis erteilt, dich auszubilden. Es besteht kein Zweifel, der mysteriöse Krieger war ein Sith. Immer zu zweit, sie sind ein Meister und ein Schüler. Ja, und der Meister ist genau in eurer Nähe. Und ich würde sagen, das war's mit Episode 1. Dann werden wir wohl nächste Woche mit Episode 2 starten, würde ich so vermuten. Was haben wir denn diesmal Tolles geschafft? Oh, freigeschaltet haben wir tatsächlich hier. Wahrer Jedi haben wir geschafft. Was haben wir hier? Okay, eine Aufgabe haben wir nicht geschafft. Medikits haben wir 3 von 5. Und wir haben den Gleiter freigeschaltet. So, ja. Dann würde ich sagen, das war's denn für heute. Hiermit beende ich den Part. Wir haben Kapitel 1 abgeschlossen, also Episode 1. Beim nächsten Mal kommen wir denn in die Geschichtsphase von Episode 2 und bahnen uns weiter den Weg durch die Lego Star Wars Saga. Ja, ich hoffe, euch hat's wieder gefallen. Wenn ja, lasst mir auf jeden Fall noch eine positive Bewertung da.
würde ich mich sehr drüber freuen. Dem Algorithmus tut's auch immer gut. Außerdem könnt ihr auch gerne noch, wenn ihr es noch nicht getan habt, meinen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Hier kommen jeden Tag Gaming-Videos. Außerdem gibt es auch immer noch zwischendurch lustige Rätselvideos, wo ich auf verschiedene Rätselvideos reagiere, auch auf Reaktionen von anderen YouTubern und gucke, ob ich besser bin. Also, wenn ihr immer dabei bleiben wollt, Glocke sehr wichtig und natürlich ein Abo, definitiv. Ja, ansonsten würde ich sagen, guckt nochmal in die Videobeschreibung, da möchte ich euch gerne einladen, auf dem Discord-Server, Community-Server vorbeizuschauen. Das ist so ein Zusammenschluss-Community-Server, da sind mehrere Communities zusammengeschlossen von ein paar Twitch-Streamern, YouTube-Creatern. Guckt gerne mal rein, ihr seid herzlich eingeladen und ich verabschiede mich jetzt. Bis zum nächsten Mal, euer Cooper der Wolf. Au! Bye-bye!